Im Burgersdorfer Nikodemus wurde es wieder Zeit für die Seitenblicke Licht ins Dunkel Night Tour. Die Gäste wurden gegen eine kleine Spende von Prominenten verwöhnt und alle waren top motiviert. Wer hat die Führung hinter der Bar? Wir haben eigentlich eine super Aufteilung, halbe-halbe, modern, wie der Herbert schon ist. Letztlich, wie es halt so ist, ist die Frau die Chefin. Wie immer. Du bist ein bisschen die Streberin hier. Das ist das wievielte Tablett? Das ist jetzt das sechste. Naja, ich fühle mich gleich jünger, weil vor ungefähr 30 Jahren, als ich Studentin war, habe ich gekellnert. Sie wurden hier heute angekündigt als Host, als jemand, der von Tisch zu Tisch geht und mit den Leuten plaudert. Also sagen wir mal so, leidscheich bin ich ja nicht. Also ich freue mich darüber, wenn ich Leute treffe, die ich auch noch nie getroffen habe. Das ist da mehr der Fall als in Wien. Licht ins Dunkel ist eine gute Sache. Ich habe das jahrelang immer geschaut und jetzt ist einmal die Möglichkeit gegeben, dass man auch selbst was beitragen kann. Ich mache das seit vielen Jahren. Ja? Ja, und ja, es macht Spaß, weil es letztendlich einen vernünftigen Hintergrund hat. Nicht so, weil je fröhlicher die Leute sind, je besser es ihnen schmeckt, je mehr sie pippeln, desto mehr zahlen sie danach. Der kleine Rahmen ist gut. Erstens einmal lernt man die Leute kennen und das alles für einen guten Zweck. Ich finde das großartig. Obwohl es ein dichtes Sozialnetz gibt, fallen immer ein paar durch. Das darf in so einem reichen Land wie Österreich nichts passieren. Das gehört eigentlich mittlerweile zu unserem Leben dazu. Also knapp vor Weihnachten, der Tag muss sein. Ich glaube, heute schaut es gar nicht so schlecht aus. Das kann schon was werden, da sind die richtigen Leute heute da. Die sind mit Feuereifer dabei und sie wissen auch, sie müssen sich ja bewähren, weil sonst schaut es im nächsten Jahr schlechter aus, dann könnten sie auch ausgewechselt werden. Bei einem Ergebnis von 55.100 Euro dürfen sicher alle wiederkommen.